herzlich willkommen zu Powerhunde Tech und zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Thema, das mich im Moment gerade besonders beschäftigt, aber auch zu dem ich viele, viele Fragen bekommen habe, nämlich um das Thema Training während der Stillzeit. Das heißt, wir haben ja schon Videos gehabt, wo es darum ging, ob man in der Schwangerschaft trainieren sollte und wenn ja, wie. Und irgendwann ist das Baby ja dann hoffentlich auch da. Und ja, dann ist es natürlich nicht so, dass du dein Baby bekommst und es ist alles sofort wieder so, wie es vorher war. Schön wär's, ist leider nicht der Fall. Das heißt, dann geht es eben dann oft los, dass viele Frauen, inklusive mir natürlich, sich fragen, okay, wie komme ich denn jetzt wieder zu meiner alten Form zurück? Beziehungsweise vielleicht sogar möchte ich noch fitter werden, als ich es vor der Schwangerschaft war. Und wie bekomme ich das hin? Wie bekomme ich das zeitlich hin mit einem kleinen Kind? Und wie bekomme ich das auch körperlich hin? Gerade wenn du stillst, ist das nämlich eigentlich ein Riesenthema. Ich bin ganz ehrlich nicht die mega Stillmama. Ich war das noch nie. Ich weiß, Frauen stillen. Es gibt Frauen, die da wirklich drin aufgehen. Und ich meine das überhaupt nicht negativ. Ich persönlich habe immer gedacht, okay, ich mache das, weil das für meine Kinder einfach das Beste ist. Es ist nun mal die natürlichste Ernährungsform für kleine Kinder. Und deshalb, ja, ich hätte fast schon gesagt, zieh es durch, aber jetzt beim zweiten Kind ist es lange nicht so unangenehm, wie ich es beim ersten empfunden habe. Allerdings ist es auch so, dass ich dachte, okay, wenn ich ein halbes Jahr stille, möchte ich aber ja nicht ein halbes Jahr auf Sport verzichten. Und habe bei der ersten Schwangerschaft bzw. bei der ersten Stillzeit einfach die Erfahrung gemacht, dass die Milchproduktion, auch wenn sie sich dann irgendwann mal ein bisschen eingestellt hat nach ein paar Wochen, trotzdem hinderlich sein kann beim Training. Und es ist durchaus möglich, auch wenn du voll stillst, zu trainieren und damit auch Erfolg zu haben, ohne dir oder deinem Kind dabei zu schaden. Aber es gibt ein paar Sachen, auf die du achten solltest. Und ja, die möchte ich jetzt gerne hier kurz in diesem Video besprechen. Die erste Sache ist, wenn du, und das ist auch eine persönliche Erfahrung, wenn du sehr extrem trainierst, was die meisten Mamas ja eigentlich nicht tun und auch nicht unbedingt tun sollten, gerade wenn du vorher nicht so mega aktiv warst, dann solltest du natürlich langsam wieder anfangen, natürlich auch die Rückbildung abwarten und dann wieder einsteigen und nicht von 0 auf 100 richtig Gas geben, denn so eine Schwangerschaft und eine Geburt ist einfach auch belastend für den Körper und da darfst du dich nicht zu sehr stressen. Trotzdem verstehe ich, denn ich bin selber auch so, dass man möglichst schnell wieder Sport machen will, sich bewegen, wieder wohlfühlen und ja, und deshalb ist es wichtig, dass du die Intensität langsam anpasst. Wenn du extrem trainierst, das heißt extreme Intervalltrainings machst oder ja einfach eine extreme Belastung hast mit einem sehr hohen Puls, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das offensichtlich die Milch beeinflusst. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Frau so ist, bei mir ist es so und ich habe das auch von anderen gehört, dass du, wenn du versuchst, dein Kind direkt nach so einer oder relativ kurz nach so einer extremen Trainingseinheit zu stillen, dass zwei Dinge passieren. Das erste ist, die Milch scheint nicht zu schmecken. Also die schmeckt dann wohl ein bisschen bitterer, nicht so süß, wie das Baby das gewohnt ist. Ich habe viel versucht darüber zu lesen. Ich glaube, dass es die plausible Erklärung ist einfach, dass du da dann Stoffe, die sich eben beim Training, bei intensivem Training bilden, wie zum Beispiel Laktat, dass das in die Milch gelangt und die Milch einfach, ja, fast ehrlich gesagt, sauer werden lässt. Also, dass die Milch, der Milchgeschmack nicht mehr so ist, wie dein Baby das vielleicht gewohnt ist. Habe ich selber auch schon die Erfahrung gemacht, er war davon nicht begeistert. Und das Zweite ist, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich zu extrem trainiere, zu intensiv trainiere, vor allem auch zu viel von der Länge her, dass die Milchproduktion deutlich nachlässt. Das heißt, mein Baby ist einfach noch hungrig und es wird nicht so viel nachproduziert. Beides ist natürlich nicht besonders geschickt, deshalb wäre mein Tipp an dich, solange du stillst, einfach die Intensität und auch die Dauer ein bisschen regulieren. Man kann natürlich trainieren, aber man soll es vielleicht jetzt nicht unbedingt übertreiben. Also du musst nicht direkt nach der Geburt anfangen, für einen Marathon zu trainieren, um es jetzt übertrieben auszudrücken. Das zweite Problem in Anführungsstrichen beim Stillen kann sein, dass dich die Milch stört. Also gerade am Anfang,
bei mir hat es relativ lange gedauert, fast 2 Monate, bis ich das komplett eingestellt hat, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie so ein, ja, Milchtransporter. Ich habe irgendwie immer zu viel Milch und so viel kann ich meinem Baby gar nicht geben. Und das stört einfach. Also da kann man nicht joggen, da kannst du nicht hüpfen, da kannst du keine Übungen auf dem Bauch machen. Ich hatte halt einfach das Gefühl, das muss weg, das muss raus, bevor ich mich irgendwie normal bewegen kann. Und deshalb ist mein zweiter Tipp an dich, das Baby zu stillen, bevor du Sport machst. Hat außerdem noch einen anderen Vorteil, nicht nur, dass dann die Brust einfach leer ist, sondern hat auch den Vorteil, dass du ein bisschen Zeit hast. Weil also meine Kinder, alle beide, haben sich nie an die 4-Stunden-Regel gehalten, sondern die haben immer Hunger und wollen irgendwie immer trinken. Und es ist natürlich total blöd, wenn du jemanden hast, der gerade auf dein Baby aufpasst und du machst Sport und es dauert keine 2 Minuten und es fängt an zu schreien, weil Hunger hat. Also du hast 2 Vorteile, wenn du stillst, wenn du direkt bevor du Sport machst, möglichst nah daran. Erstens fühlst du dich wohler, du kannst dich besser bewegen, es zieht nicht so in der Brust und dein Baby ist vielleicht auch eine Zeit lang satt und gibt dir eine Pause, in der du was für dich tun kannst. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man nach der Schwangerschaft ein bisschen aufpassen sollte, so mit Joggen, Springen, Seilspringen und so weiter. Gerade wenn es nicht die erste Schwangerschaft ist, der Beckenboden muss sich zurückbilden. Bei mir ging das bei beiden Malen wirklich sehr schnell, vielleicht auch, weil ich vorher doch relativ gut trainiert war. Lass das auf jeden Fall von deinem Arzt abklären, das habe ich auch gemacht, obwohl ich vorher viel trainiert habe und habe da einfach das grüne Licht abgewartet für Joggen und so weiter. Ansonsten hör einfach auf deinen Körper, du spürst das, wenn da was nicht ganz in Ordnung ist. Und also wenn man stillt und viel Milch hat, ist natürlich Joggen oder alles, was hüpft, auch nicht besonders angenehm. Deshalb einfach darauf achten, es gibt so viele Alternativen, die man machen kann. Low-Impact-Sachen, die auch anstrengend sind, die auch effektiv sind. Also es muss nicht unbedingt Joggen oder Seilspringen sein am Anfang. Und da kann man das ja dann auch langsam wieder steigern. Das sind meine Tipps zum Stillen und Training. Vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht. Ich freue mich immer mega von deinen Erfahrungen zu hören. Ich weiß, Mamas sind da alle unterschiedlich. Ich bin immer der Meinung, man muss das machen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Ich freue mich sehr über deinen Kommentar hier unter dem Video. Hinterlass mir einen. Ich lese die alle und ich antworte auch sehr gerne darauf. Und ansonsten nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Vergiss auch bitte nicht die Glocke hier oben, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Und ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Video mit dir. Bis dann, ciao.